Also wisst ihr, irgendwie erinnert mich die Musik von Nevaeh City ein bisschen an Zelda Spirit Tracks. Ich kann es nicht ändern. Ich fühle mich da echt so ein bisschen daran erinnert. Na jedenfalls, willkommen wieder mal zurück zu Pokémon Schwarz. Ich habe auch bereits Sandro, den Arenaleiter, besiegt und meinen Eiszapforden gewonnen, aber dann ist plötzlich das Finstrio aufgetaucht und hat gesagt, wir sollen zur Drachenstiege kommen, weil wir dort nämlich von N erwartet werden. Und die Drachenstiege befindet sich nördlich von Nevaeh City und soll ein sehr heiliger Ort sein, nämlich das älteste Gebäude in einer Religion, was es überhaupt gibt, was auch als die Wiege der legendären Pokémon angesehen wird. Das ist ein ganz, ganz besonderer Ort. So, Bell ist jetzt auch hier, die will, glaube ich, dann noch nachkommen, weil Sharon und Sandro sind beide auch zur Drachenstiege gegangen, obwohl eigentlich nur wir hin sollen, aber ist jetzt auch egal. Dann begebe ich mich mal dorthin. Drachenstiege. Warum liegt da oben ein Item rum? Kann ich da überhaupt irgendwie ran? Ist ja egal. So, hier haben wir schon wieder Eberhard Esche. Tu Alex. Oh, Alex. Und du bist auch hier, Bell. Wie schön. Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Ja, guten Tag. Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns schon später. Alex, Bell, ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl Schergen von Team Plasma hat die Außenmauer des Turms durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Sharon, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange, bevor es die eine Region gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Und habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Alex und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, also ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wäre prima, ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Alex. Es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts ist es allemal. Alex erhält Spezialität. Ich frage mich wirklich, was Team Plasma bezweckt. Ja, das fragen wir uns doch irgendwie alle. Der Arenaleiter ist vorhin nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Mein Plasmarubel, gegen den ich gar nicht kämpfen muss, okay. Aber Leute, ihr gebt euch das, das ist so ein geiler Ort hier. Das ist eine besondere Atmosphäre und die Musik noch dazu. Richtig magisch und mysteriös ist das Ganze hier. Aber hier sieht es echt wunderschön aus. Und wenn man bedenkt, dass dieser Turm echt schon seit Anbeginn der Zeit fast schon hier steht, also schon noch bevor es die Einer-Region an sich gab, ist das schon richtig krass. Was haben wir denn hier? Ein wildes Chartrago erscheint auf Level 31. Natürlich leben hier auch wilde Pokémon, ist doch ganz klar. Soll ich mir das vielleicht mal fangen? Warum eigentlich nicht Nitro-Ladung? Wenn ich schon dabei bin. Ich fange sonst immer so wenig Pokémon, aber diesmal mache ich mal eine Ausnahme. So, zermürben. Du willst mich zermürben? Doch lächerlich. Durchbruch. Und zack. Oh, verdammt, jetzt habe ich es besiegt. Na sorry, dann eben nicht. Warum musstest du das auch besiegen? Okay, dann kein Chartrago, ist egal, das ist auch ein Pokémon, was sich nicht entwickelt und reines Drachen-Pokémon noch dazu, egal. Nee, komm, das wollte ich jetzt eh nicht wirklich fangen, es wäre cool gewesen, aber kann ich ja nichts dafür, wenn Flamberex und Blödsinn das schon besiegt, dass sie dann wie stark es halt ist. Das klingt ja so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Oh Gott, was machen die da oben nur? Die feiern da bestimmt keine Party. Alex! Die ungestützten Säulen hier können auch als Weg dienen, also ich folge da mal Team Plasma. Okay, sind jetzt einige Säulen umgestürzt, vielleicht war das eh schon vorher so. Und ihr seht schon, hier brauchen wir
auf jeden Fall unbedingt Stärke. Aber mittlerweile kann das ja Branabarts. Weil Flammerex habe ich das ja beim Attackenverlerner vergessen lassen, damit ich ihm Durchbruch beibringen konnte. So, und hier haben wir einen Sternenstaub gefunden. Gut, den kann ich verkaufen. Ist hier sonst noch was? Hier kann ich rüber. Oh, Moment mal, da unten liegt ja auch noch was. Und zwar ein Hypertrank. Gut, sonst ist hier aber nichts weiter. Aber glaub mir, die Drachenstiege ist auch verdammt hoch. So, das erinnert mich übrigens an den Zinnturm, beziehungsweise Glockenturm heißt er in den Remakes, aus der Johto-Region in Teak City, wo man über solche Dinger immer wieder drüber springen musste. Blöd nur, dass ich nicht wirklich weiß, wohin. Also das obere kann eigentlich nur falsch sein. Dann vielleicht die goldene Mitte. Wohl, nee, warte mal. So. Ja, die goldene Mitte war richtig, um das Item zu kriegen. Was haben wir denn da Feines? Ah, ein Leuchtstein. Cool, wieder ein Entwicklungsstein. Wird sich aufgehoben. Heps, heps, schwups. Gut, und jetzt unten. Und schwupps und hepp und weiter rauf. So, Schütz wirkt nicht mehr. Nee, komm, ich will jetzt hier diesen... Also, Mann, ich will den Leuchtstein nicht einsetzen, du Dödel. So, warum ist auch immer das aktuellste Item, muss immer ganz oben sein, aber ich brauche doch den Topschütz so häufig, dass ich den immer gerne ganz oben haben will, muss ich mir jedes Mal von neuem darauf tun. So, einsetzen. Ich will jetzt keine wilden Pokémon fangen, mein Team ist eh schon komplett. Oh Gott, da sind sie alle. Alex, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Alles halb so wild, aber mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. Gut, also die kümmern sich wohl um die hier alle, ne? Wir dulden nicht, dass sich uns jemand in den Weg stellt. Es ist das etwa die Stärke eines Arenaleiters? Diese Stärke, kommt sie vielleicht sogar an die der sieben Weisen heran? Tja, wer weiß, wer weiß. Ja, woher kommt mir diese Kraft weiterzukämpfen? Dieses lästige Gör. Du hast keine Ahnung, was wir hier zu erreichen versuchen. Dennoch wagst du es uns zu behindern? Ja, richtig, ich habe gegen einen Arenaleiter verloren. Haha, bist du schlecht. Seine Majestät ist bereits oben in der Turmspitze angekommen und es gibt nichts, was du dagegen unternehmen könntest. Außer, dass ich da selber raufgehe. Dieser Sandro und diese Sharon beginnen schon ein wenig zu nerven. Also wenn hier einer nervt, dann bist das ja wohl du. Oh, scheiße, guck mal da. Ja, dann könnt ihr euch nicht mal stärkere Pokémon leisten, das ist ja oberpeinlich. So, Flammirex. Dann zeig doch mal, was du kannst. Durchbruch. Und schon ist es besiegt. Ich verstehe euch nicht, ich verstehe euch einfach nicht. Das gibt's doch nicht zu verstehen, du hast verloren. Wer sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Jetzt habe ich aber Angst. Not? So, Kleopatra. Dem immer noch dieselben erbärmlichen Pokémon. Wohl gut. Die Pokémon können eigentlich gar nichts dafür, dass sie bei denen sind. Also nicht die Pokémon sind erbärmlich, sondern die Plasma-Rüppel selbst. Gewissheit? Ist aber zum Glück nicht sehr stark. So, Durchbruch und zack. So praktisch, das zerstört ja auch Lichtschild und Barriere. Und ist relativ stark. So, und Flammerex wird noch stärker mit Level 43. Und versucht... Jawohl, es versucht Flammenwurf zu lernen, Leute. Endlich mal. Wir können uns endlich von der Nitrolano trennen. Weil Flammenwurf hat eine Stärke von 95. Starke Feuerattacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. Also die Nidoladung mit einer Stärke von 50 kann jetzt endlich mal weg. 1, 2 und schwupp. Flammerex hat Nidoladung vergessen und... Flammerex erlernt Flammenwurf.
Das tut so weh, auch meinem Pokémon. Richtig geil, jetzt können wir endlich den Flammenwurf mal eine richtig starke Feuerattacke, wie das sein muss. Ich meine, ja, Nitro-Ladung war zwar nicht schlecht, weil es ja immer wieder meine Initiative erhöht hat, aber die Basisstärke ist halt einfach schon zu schwach, um jetzt hier noch wirklich was reißen zu können. Außer halt, wenn es wirklich noch Pokémon sind, die anfällig dagegen sind, aber der Flammenwurf ist einfach von der Stärke wesentlich empfehlenswerter. Und vor allem, ich habe immer noch die Dampfwalze, da kann ich ja andere Pokémon verlangsamen. Ich weiß ganz genau, was du dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein und mich besiegen zu können. Das kann ich auch. Wirst du gleich sehen. Aber wenigstens habt ihr eine coole Kampfmusik, aber das ist das Einzige, worin ihr cool seid. So, Zurokex. Der hat nicht mal einen Irokex. Der hat nicht mal die Weiterentwicklung davon. Was ist das? So, den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Flammenwurf. Ganz schön heiß, was? Und so, Grell, Level 32. Pah, und dann liegst du auch noch nicht so richtig mit deiner blöden Entscheidung. Was redet ihr hier von blöder Entscheidung? Die sind doch alle bekloppt. Da ist jetzt noch jemand. Wir existieren, um N, unserem Herrn und Meister, zu dienen. So, sie hat gleich zwei Pokémon dabei, wieder Cleopatra, die haben doch eh alle keine Chance. Das sind solche Flaschen. Mir tun deren Pokémon leid, dass die für die kämpfen müssen. Mit den Pokémon von denen habe ich Mitleid, aber nicht mit dem Plasma selber. Durchbruch! Steck dir deine Gewissheit doch sonst wohin. Und hey, ja! Dann noch ein Cleopatra, das ist auch etwas einfallslos. Wie kann man zweimal dasselbe Pokémon haben? Warum? Und warum kann es Mogelhieb? Nur um mich zu ärgern, wie es scheint. Na warte, nochmal Durchbruch. Clownwälzer. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Angriff und Genauigkeit steigt, aber du bist sowieso hinüber. Durchbruch ist einfach zu stark. Ah, oh großer N, unser Herr und Meister! So, und da ich jetzt nicht weiß, ob ich nochmal gegen jemanden kämpfen muss, benutze ich dann doch lieber hier, haben wir übrigens jetzt die Spezialität, eine unbekannte Spezialität, bei alle Statuspunkte meines Pokémon funktioniert also genau wie ein Hyperheiler. So, Supertrank? Nein, nicht Hypertrank, Supertrank reicht für Flammirex. Ja, keine Ahnung, ob ich nicht nochmal kämpfen muss. Gut, auf die Zweikapelle kann ich jetzt auch pfeifen, das passt schon. So, sind wir jetzt bald mal oben oder kommt noch mehr? Ich weiß es gar nicht so genau. Ah ne, es kommen noch mehr Trottel. Jetzt, da du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen. Ich bin nämlich so in Fahrt, dass du nicht mal den Hauch einer Chance hast. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Mit drei Pokémon müsst ihr mich aufhalten, das wird aber mit einem Kugma da bestimmt nicht funktionieren. Mein Kugma, das Augen sind so dermaßen rot, dass sie das ist ja das gekifft. Durchbruch! Ja, das ist doch nicht normal, dass man solche roten Augen hat. Vor allem nicht das Normal-Pokémon. Mein Flammerex hat auch rote Augen, aber das ist ein Feuertyp, das passt besser. Und ui, Rockkeimann! Naja, Bogen Unlicht, du bist mich also bedrohen, wie kannst du es nur wagen? Ich bin wesentlich stärker als du, spüre meinen Durchbruch! Ja, alles durchbrechen, der Durchbruch und zack! Ja, schön blöd, wenn man Bogen Unlicht ist, dann ist man halt schwach gegen Kampfattacken. Und Kona wird Level 36, jawoll, und versucht Charm zu lernen, ich glaube mal eher nicht. Habe ich nicht nötig. Und dann hat er noch ein Zurokex. Mich aber auch nicht aufhalten kann. Flammenwurf! Ja, immer schön die Hose festhalten, nicht wahr? Rutscht immer runter. Mann, musste das sein? Das zieht mich jetzt ganz schön runter. Heul doch! Ja,
Das sind alles solche Opfer, echt mal. Ah, Moment, was haben wir denn hier noch Feines? Oh, ein Drachenzahn. Geil, verstärkt Drachenattacken. Nehme ich mit. Passt doch voll gut her, ne? Drachenstiege, Drachenzahn und so weiter. So, sind wir jetzt endlich mal oben oder kommt noch mehr? Nein, Leute, es kommt sogar noch mehr. Was ist denn das jetzt hier? Okay, Moment, da muss ich jetzt ein paar Mal im Kreis laufen, um an alle Items ranzukommen. Das ist schon geil, wie sich hier die Kamera immer mitbewegt. So, was haben wir denn hier? Ein Sternstück. Sternstück bringt mir Glück. So, dann haben wir hier... Oh ja, Schutz wirkt nicht mehr, deine Mutter wirkt nicht mehr, dein Deo wirkt nicht mehr, du fängst an zu stinken. So, hier Drachensahne, Items zum Drang, harter Schaffer, reißende Attacken von dem Drache versteckt, ich glaube auch wieder um 20%. Ist irgendwie blöd, dass das nie dabei steht, wie viel das verstärkt wird. So, und da haben wir nochmal Sternstaub gefunden. Ich nehme hier natürlich alles mit. Ich nehme alles mit. So, und hier in dem Kreis ist ja... Oh, na, warte, wie komme ich denn da jetzt hin? Moment mal. So. Und so und so. Ja, und da geht es dann wieder weiter rauf. Und da haben wir hier noch einen Beleber. Beleber kann man nie genug haben. So, jetzt habe ich alles mitgenommen und weiter. Irgendwas scheint oben wie wild zu toben. Bitte, was war das denn jetzt gerade? Das macht mir jetzt aber schon ein bisschen Angst. Und hier sind noch mehr Plasma-Rüpel. Was geht hier nur ab? Und ein Top-Elixier. Das lob ich mir, das nehme ich mir. Oh, und hier ist einer der sieben Weisen. Endlich ist es soweit. Seine Majestät N wird zum Helden. Unglaublich, jemand hat es tatsächlich bis hier geschafft. Los, für seine Majestät, für N, halte dieses Gö auf. Wer nicht zu dem Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Wir lassen es nicht zu, dass jemand den Neuanfang einer sabotiert. So, jetzt muss ich echt gegen vier Plasma rüber nacheinander kämpfen. Ist das euer Ernst? Da würde ich auch gleich ins Bett gehen, weil das ist echt zum Einschlafen. Aber ihr wollt es ja nicht anders, also kriegt ihr auf die Fresse. Ihr habt es ja nicht anders verdient. Durchbruch! Boah, das heißt, wir sind eigentlich schon so gut wie oben. Kann nicht mehr viel fehlen. So. Schon wieder Rockhammern. Und ständig dieser blöde Bedroh als Fähigkeit. Das ist so fies. Hab ich doch auch nicht. Nein, das ist ja schade, dass ich Flammerex nicht mit seiner versteckten Fähigkeit haben kann, weil die wäre echt super geil. Es ist nämlich achtlos, verstärkt den Schaden von Rückstoßattacken um 20%. Der neue Morgen, der über einmal hereinbrechen sollte, rückt in so weite Ferne. Ah, wie konnte ich nur gegen ein Kind verlieren? Aber Team Plasma besteht ja nicht nur allein aus mir. Unser Traum wird endlich in Erfüllung gehen. Niemand kann es aufhalten. So, der nächste Typi hat bloß ein Rockhammern. Das ist doch nicht wahr, die haben alle dasselbe Pokémon, also fast. Ein Flammerex kann nicht besiegt werden, unmöglich. Ah, seht ihr, das hat er komischerweise jetzt aber nicht Bedroh als Fähigkeit. Jetzt setze ich es nämlich sonst schon aktiviert. Durchbruch! Halt einfach die Schnauze, du altes Koko! Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok oder irgendwie so, da gab es mal so ein komisches Kinderspiel. Total komisch. Das hatte ich sowieso nie. Du wagst es tatsächlich, dich mir in den Weg zu stellen. Mich hast du zwar besiegt, aber das wirst du nicht aufhalten. Das werden wir noch sehen. Ach, mich hast du geschlagen, aber meine Kameraden werden dir Einhalt gebieten. Jetzt komme ich. Auf geht's, die Plasma. So, was bist du denn hier, du olle Bitch? Unratphytox, na das passt zu dir, ihr seid nämlich nicht mehr wert als Müll. Und ihr labert auch nur Müll. So. Dampfwalze.
diesen Müll, weil es sich einfach plant. So, Zorg, ich glaube 33, sehr fein. Und dann noch einmal Kleopatra, die olle Pharaonin hier. Von wegen, Pharao-Katze, vergiss es. Durchbruch, du bist gar nichts, außer besiegt. Königin schon mal überhaupt nicht. Nicht mal vom Phantasialand. Auch eine Niederlage hält mich nicht davon ab, es auszusprechen. Plasma, Plasma! Ich sage, die haben alle einen Dachschaden. Unser König wird eine neue Welt schaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du es wohl mit 4 gegen ein Stück packst? War diese Frage ernst gemeint? Guck mal da. So wird das nichts. So, ich möchte bestellen. Einmal Durchbruch bitte, aber extra knackig. Zahlen bitte. Und Flammerexert Level 44. Super. Was? Scheint, als hättest du noch genug Kraft, um weiterzukämpfen. Das gibt's doch nicht. Was treibt dich bloß an? Wie auch immer, du hast gewonnen. Wir lassen dich durch. Geh nur. So. Habt ihr es jetzt endlich kapiert? Legt euch gefälligst nie mehr wieder mit mir an, sonst geht's euch schlecht. Der Held wird uns ein neues Zeitalter führen. Jawohl, ihr Trainer werdet die Pokémon verlieren. Das werden wir noch sehen. Oh mein Gott, Leute, wir sind da. Wir sind auf der Spitze der Drachenstiege. Und was jetzt kommt, das wird so megamäßig episch. Nun, Alex, was sagst du zu der imposanten Gestalt des legendären Pokémon? Es ist erschienen, um an der Seite des Helden zu kämpfen, der uns den Weg in eine neue Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Zekrom auf zur Pokémon-Liga und bezwinge den Champ. Dies wird das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft besiegeln. Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Falls du uns aufhalten willst, musst auch du zum Helden werden. Denn nur, wenn dich Reshiram, Zekroms Gegenpol, anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Reshiram begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und Menschen wahren, so finde Reshiram. Reshiram wartet bestimmt schon auf dich in der Gestalt des Lichtsteines. Alex, der da gerade weggeflogen ist, war das nicht... Was zum Kuckuck? Aber wieso? Das war doch eben N, oder? Wieso ist das legendäre Pokémon an seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du sollst jetzt das andere legendäre Pokémon finden? Immer mit der Ruhe. Kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Wichtiger ist, sich zu überlegen, was wir als nächstes tun. Nicht zu fassen! Das legendäre Drachen-Pokémon, auferstanden in unserer Zeit! Dieser Typ namens N. Es sieht so aus, als habe der Anführer von Team Plasma das Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hat er Alex noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden. Was? Es gibt 2 legendäre Drachen-Pokémon? Ganz recht. Lauro, lang nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn so ergangen?
Keine Zeit für Höflichkeiten. Dieser gigantische Blitzstrahl vom Turm ausging, ein Pokémon, das stark genug ist, die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Furcht und Schrecken oder Verehrung und Anbetung, wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln. Zu einer Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit dem Pokémon leben. Du hast du recht. Und Ende, Anführer von Team Plasma, hat Zekrom wiedererweckt und uns aufgetragen, auch das andere legendäre Pokémon Reshiram zu finden. Die Legende besagt, dass Zekrom Blitze gespien und zusammen mit den zweiten Drachen-Pokémon das alte Einerling nur vollends verwüstet habe. Und obwohl Anders weiß, will er die beiden wieder vereinen? Was? Aber das ist doch total gefährlich, ein so starkes Pokémon wieder zu erwecken. Du bist echt ein liebes Mädchen, aber leider keiner weiß, ob man es mit anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Ich tue zwar ungern, was dieser N sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Ich bin weit gereist und vermute mal, dass wir ihn im alten Palast finden. Los, Freunde, gehen wir! Gut, verstanden, das überlasse ich also euch. Ich werde mich im Inneren des Turmes umsehen, hoffentlich finde ich etwas. Ich werde dich begleiten. Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist, jetzt in diesem Moment etwas für die Pokémon tun zu können, überhaupt etwas für irgendjemanden tun zu können. Und meine Stärke verdanke ich den Pokémon. Los, Champ, gehen wir! Alex, es wird ja immer vertragter. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Alex, du gehst doch jetzt zum alten Palast, oder? Nimm Route 4, bis du zum Wüstenresort kommst. Ganz am Ende liegt der Palast. Und Leute, das war gerade einfach nur mega oberepisch, oder? Wir haben echt das legendäre Zekrom zu Gesicht bekommen und es ist mit N einfach mitgegangen. Es ist mit ihm weggeflogen. Es gehorcht ihm. Wie gibt's das? Wie konnte er es zähmen? Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist mega krass. So, jetzt muss ich natürlich erstmal ins Pokémon Center und dann muss ich sowieso den Part beenden. Es ist an der Zeit. Aber das war gerade mega heftig, oder? Das war einfach nur obergeil. Eins sollte natürlich eh jedem klar sein, würde ich jetzt nicht die schwarze, sondern die weiße Edition Let's Play, dann wäre das Ganze andersrum. Dann würde N nämlich nicht mit Zekrom wegfliegen, sondern mit Reshiram und ich müsste Zekrom suchen. Das ist nämlich der krasse Unterschied wieder zwischen schwarz und weiß, weil das Cover-Pokémon ist immer das Gegensätzliche der Farbe, weil Reshiram ist ja auf dem Cover von schwarz drauf und Zekrom auf dem Cover von weiß. Und so fügt sich das Ganze mehr oder weniger wieder zusammen, aber der alte Palast wartet schon auf uns im nächsten spannenden Part von Pokémon Schwarz. Also die Geschichte nimmt jetzt erstmal so richtig Fahrt auf. Jetzt wissen wir, dass die Legenden alle wahr sind und wir müssen es unbedingt verhindern, dass N die Welt verändert, weil wer weiß, was der daraus macht. Wenn wir nicht mehr Seite an Seite mit dem Pokémon leben können, ist das einfach nur Kacke. Das will doch keiner. Außer Team Plasma halt, aber das können wir nicht zulassen. Also bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz, Leute. Tschüss!